Liebesglück auf Fotostreifen. Passend zum Valentinstag hat die Spreegalerie heute eine Fotoecke eingerichtet. Interessierte konnten dort mit ihren Liebsten Schnappschüsse von sich festhalten. Mit dabei waren auch einige Requisiten, um das Bild noch etwas mehr aufzupeppen. Die Aktion galt nur heute. Blechenausstellung zieht um. Werke des Cottbuser Malers Karl Blechen hängen derzeit im Besucherzentrum des Branitzer Parks. Das Problem dabei, niemand kann sie sehen, da das Haus derzeit umgebaut wird. Nun reagiert man darauf und verlegt die Ausstellung. Sie wird ab Anfang Mai im Branitzer Schloss zu sehen sein. Man reagiert damit auf Kritik des Seniorenverbandes. Im Besucherservice entsteht derzeit mehr Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen. Kein Streik im Nahverkehr. Zu Beginn der Woche drohten in Cottbus Warnstreiks bei Cottbus Verkehr. Die wurden nun von der Gewerkschaft Verdi abgesagt. Grund sind Tarifverhandlungen am Donnerstag. Dort wird ein neuer Manteltarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft hat den Arbeitgebern 30 Punkte vorgelegt, die dann abgearbeitet werden sollen.